Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich habe mich rangemacht an den Quest Laichbecken, um Benshane zu töten. Zwei habe ich jetzt schon getötet und jetzt stehe ich hier gerade und bevor es losgeht hier wieder. Sinon Karak hat ein Hauptmann der Alpha, braucht meine Hilfe im Kampf gegen die Murgan im Schwemmwald. Es gibt mehrere Benshane im Sumpf, die Murgan hervorbringen. Ich muss sie finden und vernichten. Zwei habe ich halt schon gemacht und bei einem, dem letzten hier, dem zweiten von dreien, habe ich hier den Stein entdeckt. Der Narr des Königs des Winters, der Tölpel, der das Leben verspottete, alles verspottete, siechte in Unzufriedenheit dahin. Er hörte das Flüstern der Macht, spürte den Puls. Er sah Visionen eines endlosen Winters, eines vollständigen Nichts. Er war Gadflo und er wollte dem Kreislauf nicht länger folgen. Okay, es geht also um Gadflo. Den haben wir auch noch vor uns. Wer will mich hier... Oh, oh. Schnell weg. Nein, weh, du verfolgst mich. Bitte nicht. Bin hier in einem kritischen Gebiet. Vor allem, wenn die dann alle auf einmal zu einem kommen. Das kann echt übel ausgehen. Aber wir schaffen das. Wir gehen hier um die Ecke und... Es wird langsam eng. Ich müsste mal dringend nach Hause in irgendeine Kiste. Da ist es schon, das dritte Vieh. Haben die mich schon entdeckt, die Schweine? Es geht so schnell. Ja, komm. Mega-Attacken. Wie schnell. Wie immer. So, der ist weg. Sehr schön. Mama ist tot. Ja, ist scheiße, ne? So. Die Dietrich nehmen wir natürlich noch mit. Kein Ding. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch ist. Ich suche wirklich nur nach guten Sachen eigentlich. Aber ja, muss immer wieder rein und raus packen und so. Deswegen, ich sage ja, ich brauche unbedingt mal eine Kiste. Aber gehen wir mal zu ihm zurück. Der müsste ein bisschen weiter weg sein. Können wir da nicht ein bisschen schneller hin? Genau. So. Jetzt haben wir sie alle erledigt, damit ist der Quest auch... Ich wollte nur ein bisschen vorarbeiten, so. Hi. Seid gegrüßt, Fremde. Es sind jetzt schon viel weniger, Murgan. Bitte. Danke sehr. Jetzt können wir vorstoßen und die verdammten Tuatha in ihr genau. Loch zurücktreiben. Nehmt das. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es euch ja bestimmt irgendwie weiter. Seht ja, euch du vor. Auch. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte in irgendein Zuhause bitte gehen. Ich hatte übrigens, was haben wir denn jetzt hier bei Waffen noch? Neu. Ach so, die ganzen Feinklingen, stimmt. Ich habe hier so viel eingesammelt irgendwie. Die sind bestimmt nicht besser als die, die ich schon habe. Das auf jeden Fall nicht. Das eigentlich auch nicht. Okay. Oder habe ich jetzt, warte mal, 74, 40, 97, und Plunder gehen? Nee. Nee, ist schon richtig so. Ja, ich würde gerne mal meine Sachen ablegen. Ich habe da auch noch ein Set-Teil irgendwie gefunden. Aber, na gut. So, ab in den Netzwald. Ich kenne mich hier einfach am besten aus und es geht immer schnell. Kann man auch noch mal Sachen reparieren und bla bla bla. So. Geh mal rein. Ist irgendwie so gerade was mit der Framerate los? Was ist mit der Framerate los? Egal, so. Hoffentlich zieht sich wird das wieder. Ich habe Tuatha-Handwickel und Lunalas Handschuhe habe ich auch noch gefunden. Aber ich glaube, so, verstau das mal. Das verstaust du auch mal. Dann habe ich auch noch so eine Feuer-Chakrams irgendwie gefunden. Chakram des Morgens. Falls wir mal wieder was mit Feuer brauchen, haben wir das auch.
Und meine, ja, ich weiß, dass ich kein Quest habe. Meine... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich weiß gar nicht, muss man in die Kiste gucken? Was haben wir jetzt hier eigentlich ans Test nehmen? Genau. Genau, wir haben jetzt Arylla, Tuata, Lunana, Helm des Helios, Kappe des Wanderers, Handschuhe des Wanderers. Ja, toll. Nur das Wanderer-Set könnte noch was werden. Aber ich habe so viele Einzelteile von anderen Sets. Ich würde ganz gerne mal gleiche Set-Sachen finden. Das wäre irgendwie mal voll ultra. Und habe ich jetzt wirklich alles abgelegt, was ich nicht mehr mit mir rumschleppen will? Weil ich meine, brauche ich wirklich gerade zwei Feinklingen, die ich mit mir rumschleppe? Nee, ne? Eigentlich nicht. Welche will ich behalten? Ja, das bringt mir nichts. Ich kann die nicht untereinander gerade vergleichen. Ich packe mal die mannhaften weg. Ja, dann packe ich die mal weg. So, dann ist wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann gehen wir raus. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich die Rüstung nochmal eben bei unserem guten Billy, unserem Freund, im seidenen Sitz mal verbessern lassen. Meistens schlafen die. Meistens bin ich hier, wenn sie pennen. Ja, ist immer so. Ich komm immer her, wenn sie schlafen. Dann muss ich ihn immer wecken. Wo ist er denn? Billy, wach mal auf hier. Ja, es muss alles gemacht werden. Es tut mir leid, Fremde. Tut mir auch echt leid. So. Wie es scheint, werde ich wohl der Mann, bleibt wachsam. Entschuldigung fürs Wecken, wie immer. Aber kennst du ja schon. Und dann gehen wir wieder raus und zurück. Und dann, ja, was bleibt uns noch übrig? Also viel bleibt uns nicht mehr übrig. Brunderband, das Erbe der Familie Aster. Ist das überhaupt hier in den Dingens? Truhen gefunden, 1 von 5. Na, wo müssen wir denn dafür hin? Ach, das ist so ein Nebenquest, wo man die Truhen so finden muss, oder was? Nee, dann habe ich da jetzt keine Lust zu. Ich will das nämlich nicht suchen müssen. Dann machen wir Brunderbade. Unser Freund Brunderbade. Der wartet bestimmt hier noch auf uns. Dann gehen wir mal hier zum Lager. Wir kennen die Gegend auch noch nicht so gut. Das war das Letzte, was wir dann so in der Gegend gemacht hatten, bevor es dann weiterging mit dem ganzen Nebenquest bei den Irathel-Ebenen etc. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Ein Singstein. Über die Winterfallen gebracht. Sie ziehen uns alle in diesen Konflikt und verwandeln den Hof des Winters in eine Maschine des Krieges. Doch das Haus der Sorgen weigerte sich, sich anzuschließen. Sie waren die einzige Verkörperung des ganzen Winters. Alles, was gut und einzigartig an unserem Volk war. Es ließ sich nicht so leicht abschaffen. Okay. Waren wir hier überhaupt schon mal? Will ich hier überhaupt sein? Ich glaube, wir müssen jetzt die besiegen, damit Brun sich freuen kann. Ich werde es mal wieder mit dem Schleichen probieren. Ja. So, ich schleiche mal wieder. Warum? Hör auf, dich hier hinzustellen. Schloss Gasttür. Oh, bitte, 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 bemerk mich nicht. Ich habe Angst vor euch. Sehr gut. Ha! Viel schneller und einfacher. Bitte bemerk mich nicht. Sehr gut. Setz dich hin. So soll's sein. Weichkrabbelpulver, ich bitte euch. Der hatte auch noch was. Kriegerstärke. Klingt gut. Ja, nimm mal den Schrein mit. Lyrias Segen. Ups. Er kommt rum. Dann gehe ich hier rum. Uah! Okay, er hat mich bemerkt. Er ist aber noch langsam. Das ist mein Gift, was ihn wahrscheinlich auch ein bisschen schwächt. Ja. Mir leid. Aber auf Brun warten.
Na, müsste der dann nicht hier irgendwie kommen? Kommt der hierher? Weiß ich nicht. Aber er wird mich sicherlich besingen. Vielleicht. Na, das hat doch gut geklappt eigentlich. Wow. Kommst du denn her? Da hinten kommt auch einer, ne? Nee, der bleibt da. Okay. Wo kommt der denn her? Hat Dietrich hier für mich? Die schleppt er so mit sich rum. Wo ist er denn? Kommst du jetzt hierher? Brun. Da bist du ja. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Bolgans von den Toren vertrieben. Und ich kann eine neue Geschichte zum Besten geben. Erzählt mir von Gasthür. Der erste Eran-Gasthür kam vor vielen Generationen aus Melsenschir hierher. Lange bevor der letzte Turm errichtet wurde. Zu einer Zeit, als die großen Riesen von Chlorikon kaum mehr waren als Setzlinge. Am Morgen nach seiner Ankunft kletterte Gasthür mit den ersten Sonnenstrahlen auf den Hügel hinauf und erblickte unter sich die mächtige Festung eines Händlers namens Ancilla. Daraufhin schwor Gasthür, der in seinem neuen Stammland keine solche Anmaßung duldete, einen Eid. Durch Recht gestärkt mit dem Schwert in der Hand, lasse ich niemals im Stich unser Heimatland. Nun, da ihr Schloss Gasthür gesehen habt, sollten wir zur letzten Station unserer Reise aufbrechen. Cool, wo ist die letzte Station? Der letzte Ort, den ich euch zeigen will, ist unweit der Küste, auf den Klippen über dem Ozean. Das ist die beste Geschichte bis jetzt. Aber natürlich warten zuerst wieder einige Bolgans auf euch. Okay. Dieses üppige Land war einst das königliche Reich zweier großer Familien Alphas, der Ancillas und der Gasthürs. Zwei der mächtigsten Blutlinien waren sie und gleichsam erbitterte Rivalen. Jahrhundertelang rangen beide Häuser um die Herrschaft über die Küste. Sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie die eigentliche Bedrohung nicht erkannten. Und so unterwarfen die Bolgans zuerst das Land und dann die beiden Häuser. Wenn ihr so wollt, wurde ihnen ihr Stolz zum Verhängnis. Ach, ich mag den Brun. Brun war der Name, den mir meine Mutter gab. Eine liebliche Tochter des Vollmondes, deren Haut mit reifbedecktem Alabaster glich. Vor langer Zeit war ich Hofbarde auf Schloss Gasthür, der Geschichtenerzähler der Könige, der König der Geschichtenerzähler. Doch als die Bolgans kamen? Tja, da hatten sie keine Verwendung mehr für mich. Lord Eran Gasthür war ein äußerst wohlhabender Lord und mächtiger Gutsherr. Entschuldigt, aber ich möchte dieses Thema nicht weiter vertiefen. Und wir können bei ihm auch coole Sachen kaufen, für das ich anscheinend nicht genug Geld habe. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Das sind richtig gute Feinklingen eigentlich. Was hat der noch? Einen guten Bogen? 156 mit 73 Körperschaden. Ach so, ja, seht ihr gerade, ich benutze Sünde. Das ist ein Bogen, den ich zuletzt eingesammelt habe. Der ist nicht unbedingt sehr viel besser als mein anderer, den Sturmrufer. Er hat nämlich leider keine magischen Fähigkeiten, was ich immer ganz cool bei den Waffen finde, wenn die so Blitz, Eis oder sonst was machen können. Also so Elementpower. Aber er hat 60 Körperschaden und damit ist er eigentlich besser als der andere sogar. Aber der ist auch gut. Gleißender Langbogen des Infernos mit so einem Feuerschaden, das ist auch geil. Aber 70... 1000. Das kriege ich so nicht hin. Krieg hier gar nichts hin. Kann mir Dietrich leisten wahrscheinlich. Ja, ein Reparaturkit, toll. Pff. Eigentlich richtig gute Sachen. Und dabei hatte ich so viel Geld. Wo ist mein ganzes Geld immer hin? Keine Ahnung, wo mein Geld hin ist. Die Klippe säubern. Okay, dann wollen wir das mal machen für Brun. Ich mag ihn. Ach, wie gesagt, es ist so ein bisschen, als hätte man so einen Freund. Hier so... in den Landen von Amalur. Können wir uns nicht auch an die Klopsis ranschleichen? Merken das doch gerade nicht, oder? Also bis jetzt haben sie mich nicht bemerkt. Bitte bemerkt mich nicht. Bitte bemerkt mich nicht. Bitte bemerkt mich nicht. Nicht aufstehen jetzt. Super. Scheiße.
In den Po. Naja, den kriege ich auch hin. Auch ohne von hinten. Naja, eigentlich war es doch von hinten. So. Irgend so ein Bogen halt. Auf Brun warten. Jetzt kommt er hier wieder rum, aber erstmal können wir doch hier mal eben... Die Kraft der Verachtung, der Angst und des Hasses strömt durch die pulsierenden Adern bis in die Fingerspitzen. Die Werkzeuge des Krieges sind bereit und liegen leicht im festen Griff der Handschuhe des Feienjägers. Ist das nicht eine schöne Landschaft? Muss man ja auch mal wieder festhalten hier. So, es ist schon echt geil hier, so mit diesen Wellen unten. Ach, Brun. Hallo. Gut. Ihr habt diese Gegend von den Bolgans befreit. Ich werde euch nun die letzte Geschichte erzählen, die beste von allen. Glaubt mir, diese Klippen wurden nur für meine Erzählung erschaffen. Was geschah auf diesen Klippen? Ich erzählte euch die Geschichte des ersten Erangastyr, der dieses Land entdeckte. Und ich berichtete euch von seinem Abkömmling, dem letzten Erangastyr, der es wieder verlor. Meine letzte Geschichte handelt davon, wie jener letzte Lord einem jungen Mädchen beiwohnte, einer Dienerin namens Wilda Brandan. Sie schenkte ihm ein Kind. Ein Kind, das anzuerkennen er sich weigerte. Um seine Schuld zu lindern, gewährte er ihr und dem Kind mittels eines königlichen Dekrets großen Reichtum. Doch anstatt den Brief anzunehmen, nahm sie sich selbst das Leben. Hier, diese Frau war meine Mutter. Hört mich an. Ich besitze nicht viel, aber was ich habe, soll euch gehören, wenn ihr mir nur diesen Brief bringt, der meiner Mutter einst das Herz brach. Oh, was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn lesen und endlich wissen, ob mir meine Mutter die Wahrheit sagte. Danach werde ich ihn zerstören. Ich will nichts mit den Gastyrs zu tun haben. Meine Mutter wollte sein Königreich nie. Sie wollte nur seine Liebe. Dieser Brief hat mich 10 Jahre lang verfolgt. Jetzt lasse ich ihn hinter mir. Und ihn. Oh, Freunde helfen einander. Wir sind miteinander fertig. Natürlich helfe ich ihm. Freunde? Ja. Oh. Ich denke, wir sind Freunde. Keine Ahnung, wo Vaters Brief sein könnte. Vater. Es ist seltsam, ihn so zu nennen. Ich glaube nicht, dass er ihn bei sich hatte. Dazu war sein Inhalt zu brisant. Das Schloss? Das würde doch Sinn machen, oder? Ich warte im Lager auf euch. Seid vorsichtig. Ich wäre untröstlich, wenn euch etwas zustoßen würde. Ich mag ihn. Wo ist der Brief? Ich erinnere mich, dass neben dem Thron meines Vaters eine Truhe stand. Ich dachte damals, er würde darin die Habseligkeiten meiner Mutter aufbewahren. Na, dann wollen wir mal. Leb wohl. Wir haben einen Freund. Wir hatten nie Freunde hier in diesem Spiel. So. Weiter geht's. Das wäre so cool, wenn manche Leute, denen wir geholfen hätten in dem Spiel, so am Ende auftauchen würden und einem so zur Seite stehen, wenn so ein Krieg ist oder so. Das wäre richtig geil. So dass man auch weiß, es hat sich noch so weiter irgendwie gelohnt. Das wäre voll toll. Es macht mir in diesem Fall auch gerade gar nichts aus, dass der Quest ein bisschen länger dauert, weil ich das so schön finde, wie er das alles erzählt, was hier passiert ist. Also, man wird so ein bisschen mehr in das Ganze hier reingewoben, irgendwie in diese Geschichtswelt. Und nicht nur so plump. Bitte seht mich nicht. Mach das Vieh mal platt, bitte. Hat mit dem, bei manchen Wesen klappt das halt nicht so mit dem Ranschleichen. Und bei manchen besser, wie bei diesen großen. Ich nehme auch mal wieder einen Trank. Wäre auch schön, wenn ich wieder bald welche finde. Aber ich habe doch die Dolche ausgerüstet, ne? Egal. Wow, wo kommt der denn her? Ja, ob mit Dolchen oder Chakrams. Irgendwie klappt es dann doch noch immer. Und da ist jemand, der Hilfe braucht. Sehe ich das richtig? Was steht die denn hier? Hi. Ah, ja. Hier ist jemand.
Nach all dieser Zeit dachte ich, Ynadon hätte mich verlassen, dass es in dieser Welt keine Gerechtigkeit mehr gäbe. Aber hier vor mir steht die Heldin von Mel Sinchir. Leibhaftig und mit frischem Balor-Blut besudelt. Meine Gebete wurden erhört. Sagt, wie viel Güte habt ihr noch zu vergeben, Ehrenvolle? Ach, ein großes Herz. Welche Art von Hilfe? Ein Tuatha-Priester namens Rakinon hat diese Festung erobert. Ich habe geschworen, ihn zu vernichten, denn er hat das Haus Gastyr gestürzt und den Familiengrund gestohlen. 10 lange Jahre hat er wie ein Lord gelebt, hoch oben in den königlichen Gemächern, in denen ihn niemand erreichen kann. Jedenfalls nicht ohne Hilfe. Denn ich, müsst ihr wissen, bin Hillaret Gastyr, Nachfahrin von Lord Eran Gastyr und die letzte meiner Linie. Dieses Schloss und alles darin gehört mir. Was ist hier passiert? Mein Ururgroßvater hat diese Festung errichtet. Man findet den Grundstein noch immer genau dort, wo er ihn im Hof gesetzt hat. Wir haben über 4 Generationen in diesen heiligen Hallen gelebt. Dann kamen die Bolgans, gefolgt von ihren Tuatha-Meistern. Sie haben alle getötet. Fein und Alpha. Rakinon war der Schlimmste. Er hat meine Mutter ermordet und schläft nun in den Gemächern meiner Familie. Mit eurer Hilfe, Ehrenvolle, wird meine Familie wieder Gutmachung finden. Okay, ich verhelfe euch zur Gerechtigkeit. Ihr werdet belohnt werden. Wir Gastyrs haben ein langes Gedächtnis. Hinsichtlich unserer Freunde und unserer Feinde. Kommt! Rakinon weiß, dass ich seinen Spießrutenlauf nicht allein durchlaufen kann. Doch gemeinsam können wir Schloss Gastyr rächen. Wie komme ich an Rakinon heran? Das Schloss wurde von den Bolgans verwüstet und das Tor ist verschüttet. Wir müssen den Schutt umgehen, durch das Verlies. Dann werde ich mich rächen. Glaubt mir, ich warte schon zu lange darauf. Okay. Beeilt euch. Muss ich jetzt direkt hier hinter ihr herlaufen? Nee, ne? Weil ich habe den Quest ja noch nicht eigentlich ausgewählt gerade. Da muss sie halt sich noch ein bisschen gedulden. Wir sind ja auch noch wegen Brun hier. Und wir mögen unseren Brun. Und wir mögen sie wahrscheinlich auch und helfen ihr natürlich auch. Wir helfen allen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist einfach so. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann.